Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur neuen Folge hier in Minecraft. Heute geht's daran, dass wir für unsere Stadt das Häuschen bauen von Cartman von der Serie South Park. Ich glaube, jeder kennt ihn oder hat schon mal von ihm gehört. Von daher würde ich sagen, bevor Cartman hier anfängt rumzumeckern, weil wir noch nicht beim Bauen sind, geht's gleich los. Hier von daher schnappen wir unsere Blöcke und dann fangen wir mal an. Für den Start holen wir uns erstmal hellgrün Beton einmal raus, dann auch mal braunen Zement, schwarz Eichenholzstufen, braune Keramikblöcke, Birkenschalter, dann noch ein bisschen Glas, ich nehme wieder türkises Glas, Fichtenholzblöcke wie Treppen und Schnee begleitet uns heute. Wir fangen erstmal mit dem Grundhaus von Cartmans Haus an, nehmen erstmal so einen hellgrünen Beton und ziehen uns eine gerade Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke erstmal. Dann lassen wir uns 3 Blöcke Platz für die Tür und setzen uns wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. So, jetzt kommen wir zur Seite. Hier setzen wir hinten dran nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. Insgesamt haben wir hier eine Länge von 8. Auf der Rückseite genau das gleiche Spiel. Erstmal 6 Blöcke hin, 3 freilassen, nochmal 6 Blöcke hin und dann können wir das hier wieder nach vorne einmal zuziehen. So, jetzt fliegen wir gleich einmal zur Seite und wollen noch die Garage uns einmal zeichnen. Ihr lasst da ganz einfach 3 Blöcke Platz und auf der vorderen Ebene, so wie wir das haben, einfach eine Reihe hin. Ihr könnt das Ganze auch gleich nach hinten ziehen, soweit wie wir das auch das Haus haben. Zur Seite weg setzen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke. Insgesamt haben wir 9 Blöcke, daher eine Mitte. So, auf der anderen Seite genauso nach vorne ziehen, wie halt das Haus ist und auch wie die andere Seite hier gezogen ist. So, jetzt wollen wir das Ganze nach oben einmal ziehen. Und zwar das Häuschen setzen wir auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Blöcke. Bei 12 Blöcken ist das wieder eine Menge Arbeit an Blöcke, die wir uns einfach natürlich hier hochsetzen wollen. Bei Cartmans Haus haben wir natürlich jetzt hier noch die Lücke frei, wo ja später die Türen kommen. Da könnt ihr unten ganz einfach 5 Blöcke Platz lassen. Ich habe mir jetzt einfach so einen kleinen Markierungsblock gemacht, dadurch sehe ich ganz schnell, wo die 5 Blöcke hier sind. So, darüber können wir erstmal 3 weitere Blöcke setzen. Danach lasst du dann wieder 3 Blöcke Platz und natürlich dann hier so die letzte Ebene könnt ihr nochmal zuziehen. Weil das ist, sag ich mal, schon so das erste Fenster, was wir uns damit ziehen möchten. So, auf der anderen Seite auch. Erstmal 5 Blöcke hier Platz lassen, dann setzen wir hier die 3er Ebene hin. Wunderbar. Und dann nochmal 3 Blöcke Platz lassen für ein Fenster und oben die Strebe hin. Ja, wenn wir schon sowieso dabei sind, jetzt Fenster und Türen reinzuzeichnen, können wir auch komplett das einmal machen. Und zwar zu der Seite geht ihr einfach, ihr lasst einfach eine Reihe Platz und dann setzt ihr hier wieder so ein 3x3 Fenster rein. So, einfach hier alles schön mal freihauen, wunderbar. Unten neben der Tür auch nochmal einfach ein 3x3 Fenster. Dabei lasst ihr einfach zum Boden 2 Blöcke Platz. Ja, und was wir immer, sag ich mal, auf der einen Seite machen, machen wir dann synchron auf der anderen Seite gleich einmal mit. Sobald wir unsere Fenster hier dann reingeschlagen haben, geht es oben weiter. Und zwar lasst ihr jetzt an den Seiten 2 Blöcke Platz, dann zieht ihr euch die erste Reihe hier einmal hin. Dann lasst ihr einen Block Platz, die nächste Reihe einmal hin, dann wieder 2 Blöcke freilassen und die Reihe hin. So, und das Spiel machen wir so lange fort, bis wir oben ankommen und diese 3er Ebene haben. Und das wollen wir natürlich noch einmal zusammen machen. Also erste Seite hier, 2 Blöcke Platz lassen, setzen wir eine Reihe hin. Ein Block Platz lassen, nächste Reihe rauf, 2 Blöcke frei und die nächste Reihe rauf. Und dann haben wir oben, zack, die letzten 3 Blöcke. Jetzt fliegen wir mal zu unserer Garage hin. Die wollen wir natürlich jetzt hinterherziehen. Und zwar setzen wir jetzt hier insgesamt 6 Blöcke hin. Also den untersten zählen wir wie immer mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, auch hier wollen wir das Ganze einmal nach oben ziehen. Bei der Garage wollen wir jetzt natürlich auch hier, sage ich mal, vorne das einmal zuziehen. Da würde ich sagen, können wir ruhig die eine Reihe nur hinsetzen. Das reicht ja schon völlig aus. So, dann lassen wir hier auch wieder 2 Blöcke an der Seite Platz. Eine Reihe wieder hinsetzen. Einen Block Platz lassen und dann haben wir wieder hier unsere Dreierreihe. So, auf der anderen Seite auch nochmal. Erstmal 2 Blöcke Platz lassen, einen und schon haben wir die 3. Wer möchte, kann jetzt schon anfangen, das Dach einmal raufzusetzen. Wir werden hier unser Dach bei Cartmans Haus einfach mit Blöcken uns bauen. Und zwar nehmen wir da einfach unseren braunen Zement einmal zur Hand und den setzen wir ganz normal, wie wir es so kennen, bei Blöckdächern einfach oben drauf. Wenn wir dann das Dach einmal auf unser Haus gesetzt haben, können wir das natürlich auch gleich einmal auf der Garage ziehen. Und hier genau das gleiche Dach, zack, brauner Zement und einfach ganz normal hier oben drauf setzen. Natürlich nicht vergessen, das einmal auf der Vorder- wie Rückseite einmal überstehen zu lassen. Das sieht immer ein bisschen besser aus. Ja. Als nächstes wollen wir dann einmal unsere Schwarzeichenholzstufen verwenden. Bei der Garage setzt ihr die einfach oben einmal an. Bei unserem Häuschen setzt ihr die, ich fange jetzt einfach mal unten bei der Tür an, einmal oben bei der Tür einmal ran. So, wunderbar. Und dann setzen wir einmal vor unserer Tür, also einfach eine Stufenreihe. Und dahinter könnt ihr entweder eine Blockreihe oder auch nochmal so eine etwas erhöhte Stufenreihe hier einmal hinsetzen. Das machen wir wie immer auf Vorder- wie Rückseite komplett synchron. Ne? Danach bleiben natürlich noch die Fenster übrig. Hier setzen wir unten wie oben
nochmal eine weitere Stufenreihe hin. Nach unseren Stufen wollen wir jetzt einmal unsere braune Keramik verwenden. Die habe ich mir einmal gedacht für unsere Türen, für die Hintertür wie die vordere Haustür. Setzen wir die einfach hier auf der Vorderseite mal ran. So, schön nach oben ziehen einmal. Und dann fliegen wir gleich einmal zu unserer Garage, denn auch die braune Keramik nehmen wir hierfür für unser Garagentor. Das setzen wir einmal so nach innen gesetzt, einmal rein, dass die Garage hier so ein bisschen vorsteht. Und wenn wir das haben, kommt schon der Knopf zum Einsatz. Den nehmen wir einmal als Griff für unser Tor, wie nochmal für die Haustür und Hintertür nehmen wir den nochmal als Knopf. Na, jetzt muss ich hier rauskommen. So, und einmal nochmal hinsetzen. Okay, als nächstes nehmen wir unser Glas. Das heißt, jetzt hier fliegen wir auf die Innenseite von unserem Haus und platzieren überall unsere Glasblöcke. Wenn du möchtest, darfst du die Glasblöcke gerne noch verkleiden mit ja, blauem Beton, schwarzem Beton oder so, damit man nicht in das Haus gucken kann. Das sieht immer ein bisschen besser aus. Soweit, so gut steht schon mal das Häuschen von Cartmans Haus. Jetzt kann man noch eine Sache machen, und zwar könnt ihr euch dahinter noch einen Garten zeichnen. Lasst einfach vorne beim Haus drei Blöcke Platz, nehmt dann eure Fichtenholzblöcke, macht den Zaun, würde ich mal sagen, auf zwei Blöcke hoch und dann einfach eine Treppe rauf. Und so könnt ihr euch das dann so langziehen, wie ihr wollt. Und biegt dann irgendwann auch einmal nach hinten ab und ja, könnt euch dann hinten auch noch euren Garten zeichnen, wie ihr möchtet. Wie groß ihr euch das macht, das kommt darauf an, wie ihr euch das natürlich anpassen wollt. Ich habe das relativ, ja, klein gehalten. Man könnte ruhig noch ein bisschen weiter nach hinten gehen. Aber da muss man, ja, gucken, wie man es sich machen möchte. Ansonsten setze ich mir überall jetzt hier so eine kleine Markierung für meinen Zaun. Und achte mal darauf, dass ich hier immer drei Blöcke vom Häuschen vorne freilasse. Na ja, auch in der Mitte setzen wir nochmal einen Zaun einfach mal hin. Und dann könnt ihr noch eine Sache machen. Und zwar nehmt ihr einfach Schneeplatten und könnt einmal Schneeplatten auf eurem Dach verteilen. Weil im South Park schneit das halt, das ist so ein Wintergebiet halt mehr. Ja, da könnt ihr ruhig überall so Schnee drauf platzieren. Genauso wie einmal ringsrum um euer Häuschen. Wir haben hier natürlich die schöne Ansicht, wie man sich das machen kann, wenn es fertig ist. Ne, da könnt ihr euch ruhig noch ein paar Büsche oder sowas hinsetzen. Oder auch im Garten, ihr habt es ja gesehen. Noch, ich habe ja einfach bei Cartman so ein bisschen geguckt. Der hat hinten aus, sage ich mal, hier so ein bisschen was platt getrampelt. Jetzt habe ich noch eins vergessen, und zwar fehlt noch die Hausnummer. Die müssen wir mit einem Banner uns craften. Dafür nimmt man einfach ein hellgrünes Banner, geht in den Webstuhl rein. Und jetzt machen wir einfach mal mit violetter, oder war es violetter? Ja, violetten Farbstoff einfach so einen mittleren Balken einmal rein. Und dann nehmen wir noch ein bisschen hellgrüne Farbe und machen einfach nur einen Rahmen hin, damit dieses Lila nicht komplett einmal durch unser Banner geht. Und dann nehmt ihr dieses Banner, setzt es neben der Tür hin und habt dann hier eure Hausziffer von Cartman. Wir sind wieder am Ende des Videos angelangt, das Häuschen von Cartman steht. Und wenn du jetzt natürlich noch weitere Sachen bauen willst, dann schau mal oben in die Infobox, da habe ich noch ein bisschen was zusammengestellt. Oder abonniere gleich den Kanal, dann verpasst du in Zukunft gar kein Video mehr. Dann war es das Video für heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen, wünsche dir natürlich noch einen schönen Tag, bleib gesund und dann haut's rein und ciao.